Sag mal, Robert, wie kannst du auf die Schnapsidee kommen, Valentina von der Tanja Heinemann großziehen zu lassen? Hast du was gesagt? Nein? Gut. Reiß sie zusammen, du bist ein Saalfeld. Und? Was bedeutet das? Bedeutet das überhaupt irgendetwas? Bleib gefälligst stehen, wenn ich mit dir rede. Reden? Wozu? Du hast doch immer nur die gleichen Ansagen zu machen. Dasselbe, was alle sagen. Die ewig gleiche Leier. Ja, weil du dich unmöglich benimmst. Es ist schon fast komisch. Aber möchtest du wissen, wer der einzige Mensch ist, der ansatzweise Verständnis für mich hat? Ja, bitte, sag's mir. Barbara von Heidenberg. Sushi, mein Schatz. Dankeschön. Unverschämte Kerle setzen mich einfach vor die Tür. Das sieht übrigens köstlich aus. Wer will sich doch tatsächlich mit seiner Freundin zu Heidenberg in meiner Wohnung ausbreiten? Also, bevor du dich jetzt aufregst, solltest du vorher mit Herrn Saalfeld reden. Und mit Charlotte, ne? Er muss in jedem Fall die Kündigungsfrist einhalten. Und sogar mit seiner Barbara gedroht. Aber keine Panik, ich bin nicht lebensmüde und lege mich mit der anderen, ziehe ich lieber aus. Aha. Hast du schon eine Idee? Weißt du, wohin? Das ist doch naheliegend. Zu dir natürlich. Ach, mein Schatz. Seit Lukas ausgezogen ist, steht doch hier ein Zimmer leer. Robert ist wirklich verzweifelt. Am liebsten hätte ich meine gelangt. Ich weiß, es war eine blöde Aktion mit dem Geld. Das verstehe ich. Ich gebe dir auch recht. Aber findest du nicht, dass es ein Kompliment ist, dass uns Valentina anvertrauen will? Tanja, der Kerl versagt in jeder Hinsicht. Als Vater, als Mensch, als Freund. Und du siehst das als Kompliment? Ja. Ich habe halt noch mal drüber nachgedacht, was Robert dir gesagt hat. Vielleicht hat er recht und es ist wirklich das Beste, wenn wir uns um Valentina kümmern. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich fühle mich verantwortlich für die Klasse. Aber das bist du nicht! Doch, das bin ich. Weil ich bin diejenige, die Robert und Miriam zusammengebracht hat. Und ohne mich würde es das Kind überhaupt nicht geben. Also das, mein Schatz, das wäre der ideale Platz für meine Vito Meloni-Vasen. Ausreichend exponiert, viel Licht, die waren nämlich sündhaft teuer. Aber natürlich nur, wenn es dir recht ist. Mhm. Ach, Schatz, du wirst sehen, mit meinen Sachen wird alles noch viel exquisiter werden. Also nicht, dass ich mich nicht wohlfühlen würde, so wie es jetzt ist, aber natürlich mit meinen Sachen werden die alles. So wie es jetzt ist, ist das, finde ich, sehr gut. Weil ich finde, das geht mir jetzt alles ein bisschen zu schnell. Und was genau meinst du? Rosa, es tut mir leid, aber ich finde, es ist einfach zu früh, dass wir beides zusammenziehen. Wir sind noch nicht so weit. Für mich geht es nicht um eine Pflegschaft, sondern um eine Patenschaft. Das kommt aufs Gleiche raus. Das Kind hat einen Vater und der soll sich gefälligst drum kümmern. Tanja, das ist nicht unsere Sache. Doch, ist es schon. Bei Miriam hätte sich bestimmt gewünscht, dass ich die Patentante von Valentina werde, wenn sie nicht gestorben wäre. Und jetzt ist sie tot. Und Robert ist, keine Ahnung, krank vor Trauer. Auf jeden Fall ist er nicht in der Lage, seinen Job als Vater zu machen. Jetzt komm schon. Du wolltest doch auch immer noch ein Kind mit mir. Ja, aber ein eigenes, verdammt nochmal. Und nicht Robert Saalfelds abgelegtes Baby. Ich verstehe dich nicht mehr, Tanja. Das Kind von dem Unbekannten zu bekommen, war kein Problem für dich. Valentina würdest du auch sofort nehmen. Von jedem Mann bist du ein Kind, nur nicht von mir. Nils. Nils. Ich mach das nicht mehr mit. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ich frage mich, ob unsere Ehe so überhaupt noch einen Sinn hat.